Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schwenke euch ein bisschen runter. Ich wollte mit euch einen Look schminken und zwar dachte ich so ein bisschen sommerlich, aber nicht allzu too much, sag ich mal, weil ich ja doch in die Öffentlichkeit gehe jetzt und eigentlich auch keine Zeit habe, so großartig, weil wir eigentlich endlich mal raus wollen. Wir sind jetzt alle fix und fertig ausgeschlafen. Es ist mittlerweile, und 25 Grad. Und der 25. ne? Also es ist fast 4 Uhr. Ich möchte nicht damit nur verbringen, daheim zu sein. Es ist Sonntag. Ich bin meistens, irgendwie bin ich der Typ, der sonntags anfängt aufzuräumen. Wie seid ihr so drauf? Genießt ihr denn den Tag? Ich bin irgendwie immer so, wenn ich dann zur Ruhe komme, dann ist für mich sonntags irgendwie so Aufräumtag. Freitags fängt es meistens so ein bisschen an. Nicht so, dass ich jetzt hier alles clean, clean, das nicht. Aber ich versuche doch, in die Pötte zu kommen, sag ich mal. Ich suche gerade meinen Anspitzer. Da ist er doch. Und ja, wie gesagt, ein sommerliches, leichtes Make-up mit wenig Foundation, weil wir haben eben, wie gesagt, 24 Grad in der Hütte und gefühlt 50 Grad draußen. Und ich schwitze schon, ohne dass ich was drauf habe. Aber ich mag halt meine Rötung nicht so. Also, es gibt Tage durchaus, dass ich rausgehe, ungeschminkt und keine Ahnung was. Aber am liebsten ist es mir doch tatsächlich, wenn ich geschminkt bin. Gerade mal meinen Faden verloren, während ich meine Augenbrauen mache. Das ist nämlich gar nicht mehr so einfach, weil der Stift immer so klein wird. Oder immer kleiner, sagen wir es mal so. Und ich habe schon so viel Kaffee getrunken, dass ich kein ruhiges Händchen habe. Die sind auch total ungerade. Heute habe ich einen Kommentar gekriegt, ich wäre so unprofessionell. Ja, tatsächlich, ich habe es nicht gelernt. Ich mache das hobbymäßig. Auch wenn ich es gelernt hätte und gerade einsteigen würde. Ich meine, was erwartet man? Was ist denn Professionalität und was macht es aus? Na, ich meine, auch wenn ich es gelernt hätte jetzt, ne? Die meisten Videos entstehen bei mir einfach spontan. So wie jetzt gerade eben. Wäsche zusammengefaltet, Wäsche verräumt. Und jetzt richte ich mich, dass wir endlich mal raus können. Also ich würde auch so rausgehen. Aber so. Dann nehme ich ein Bürstchen und kämme so ein bisschen meine Augenbrauen aus. Ich weiß es nicht. Ich würde halt einfach gerne mal mit der Palette anfangen. Ich mache meine Augen, denke ich mal, zuerst. Wie man sieht, habe ich jetzt heute mal spontan mit den Augenbrauen angefangen. Ich benutze immer die Eyeshadow Base von Essence. Ich muss sagen, es ist echt top Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde die wirklich gut. Es ist die einzige, sage ich mal, die wirklich standhält. Auch an heißen Tagen. Ich kann euch gerne, wenn ich dran denke, einen Screenshot, also heute einen Shot machen, nachdem es halt eben 40 Grad war. Einfach mal euch zu zeigen, wie es noch in der Lidfalte ist. Zum 8, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist das Einzige, was in letzter Zeit bei mir eigentlich hält. Und meinen sommerlichen Look würde ich doch gerne hier mit dieser Palette schminken. Summer in Saint-Tropez. Ich muss sagen, 16 Color Eyeshadows. Hammer. Wunderschön. Ich würde jetzt ein bisschen so gerne in dieses Rosé gehen. Vielleicht noch ein bisschen mit Pink arbeiten. Nicht too much. Der Hund will raus. Jetzt bleibt halt da drin. Und ja, ich fange mit Villa an. Oder Villa. Wirklich sehr, sehr schöne Peach Rosé. Und trage mir das mal in der Lidfalte erstmal auf. Man sieht wirklich gut pigmentiert. Ich meine, ich setze ja meine Base nicht, ne? Maja, fu! Und da funktioniert das wirklich auch gut. Die lassen sich dann super auch verblenden. Das hat man nicht bei vielen Eyeshadows einfach. Ich weiß auch noch nicht, was ich anziehe.
Von daher ist es immer schwierig, wenn man so bunt auf dem Auge ist. Also die letzten zwei Looks haben mir super gut gefallen, super gerne, super gut gefallen. Das hat mir echt Spaß gemacht, mit der Palette zu arbeiten. Kann ich nur empfehlen. Also wirklich, ist nicht ganz matt. Es hat so einen leichten Semi-Stich drin, also semi-matt, aber doch nicht ganz matt. Jetzt würde ich in das Pink reingehen. Das mache ich jetzt auch mit demselben Ton. Ich habe leider schon einen Cut mit meinem Fingernagel letztes Mal reingehauen. So ärgerlich, wirklich ärgerlich. Ich hasse sowas. Wenn mir das bei einer Palette passiert wäre, die 50, 60, 70, 80, 90, 100, über 100 Euro, ich hätte geheult. Das sind einfach 2 Gramm weniger drin. Nur durch den Fingernagel. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Mädels mit ihren langen Krallen so mal und die Paletten dann so zeigen, ne, und halten sie da drin. Und ich sehe nur noch die Krallen da reingehen. Und dass der Lidschatten da alles kaputt macht. Ich so, nee. Bitte tut das nicht. Lass das. Aber die meisten kriegen das gut hin, ohne irgendwas zu beschädigen. Sehr knallig. Ich muss sagen, in der Kamera wirkt es irgendwie ein bisschen knalliger, als es ist. Ich weiß auch nicht, was ich hier jetzt gemacht habe, dass es so alles irgendwie so uneben aussieht. Sollte doch ein Look werden, den ich tagsüber tragen kann. Er will auch raus zu euch. Das brauche ich nicht, Schatz. Ist zu hell. Machst du es bitte aus? So. Also die Augen sind soweit eigentlich, ja, schon mal die Grundlage, sage ich mal, für den Lidschatten drauf. Ich würde tatsächlich gerne mal diesen schimmernden Ton ausprobieren. Es sind 4, 5, 6, 6 schimmernde und der Rest ist matt. Also wirklich gut getroffen. Ich finde immer, es sollten ein paar mehr Matte dabei sein. Ich gehe auch nochmal in das Dunkelblau, um einfach ein Dunkellila zu erstellen. So ist mein Plan jedenfalls. Seht ihr das? Das klappt schon mal ganz gut. Das wirkt dann auch nicht mehr so bunt. Also mir hat es echt gut gefallen. Und die lassen sich wirklich ineinander so wunderschön blenden. Sie sehen dann aus, als wäre es eine Farbe. Also als gehört das alles geschichtet miteinander irgendwie zusammen. Also wirklich top Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich überhaupt nicht meckern. So. Ja, voll laut, klar. Deswegen habe ich auch meine Base noch nicht gemacht. Dann gehe ich mit dem Pinsel nochmal einfach auf ein Kosmetiktuch und tue einfach, ja, den synthetischen Pinsel macht es nicht so viel aus, wenn man mit denen so wirr umgeht. Also ich mache das dann in kreisenden und in wischenden Bewegungen. Einfach, dass das größte Pigment weg ist und verblende das nochmal ineinander. Gott, ich schwitze. Seht ihr das? Meine Güte. Das gibt gleich was. So. Na, 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 na. So. Wenn das zu weit nach vorne gezogen ist, das mag ich auch nicht, wenn der Innenwinkel zu dunkel ist. Mir fehlt auch ehrlich gesagt so ein Bäm, Bäm, Bäm. Außer das Gelb ist leider kein so heller Lidschatten dabei, aber helle hat man ja Gott sei Dank immer genug. Da benutze ich immer den von Colourpop in dieser Farbe. Weil ich finde einfach das super. Seht ihr das? Also es ließ sich wirklich gut verblenden. Jedenfalls sieht es in der Kamera immer so ein bisschen ticken fleckig aus, ist es aber in Natura nicht.
Wir fangen auch direkt an und nehmen uns einen Pinsel. Und da gehe ich, wie gesagt, in den Ton hier rein. Das ist wirklich, die sind so, so traumhaft. Wirklich traumhaft. Und sprühe das natürlich an. Und dann trage ich mir das. Seht ihr das? Hier hinten würde ich tatsächlich dieses Leder nochmal auftragen. Ah, oh, meine Nase juckt. Also das Auge auch. Ich muss sagen, mein Nagellack gefällt mir richtig, richtig gut für den Sommer. Schade, dass er nicht im Standardsortiment, glaube ich, von Catrice ist. Ich muss mal nachgucken. Also man sieht ganz, ganz tolle Farbergebnisse. Die Pigmentation ist einfach Bombe. Bombe von dieser Palette. Wie gesagt, viel haben wir ja nicht gemacht. Aber ich würde in dieses Tönchen nochmal gleich gehen. Und hier hinten nochmal was auftragen. Also in dieses Tönchen. Und einfach hinten. So ein bisschen Übergang schaffen. Weißt du, zu diesem Blau da? So. Ein bisschen in das Pink nochmal. So, dann müssen wir ein bisschen so retuschieren. In der Palette, wie gesagt, ist die Palette an sich ist wunderschön. Ich hoffe, ihr erkennt die Töne auch. Wie du krummst für das kleine Geld. Halleluja. Ich würde auch gerne mit diesen Orange, also das ist so ein tolles Pink, Rot, keine Ahnung was, mit dem noch was ganz Tolles kreieren. Jetzt aber möchte ich nochmal alles so ein bisschen ineinander soft ausblenden. Dann benutze ich jetzt mein Gesichtspuder, weil ich aktuell einfach nichts drin habe. Und gehe hier nochmal so über die Kanten, dass es wirklich nicht so messy aussieht. Wirkt irgendwie alles ein bisschen fleckig. Damit es nicht so fleckig wirkt, gehe ich nochmal in das Blau ganz leicht mit leichten Bewegungen. So. Foundation ist so eine schwierige Angelegenheit. Wahrscheinlich eher Angelegenheit. Ich benutze meine Elf natürlich immer noch weiterhin fleißig. Mache zwei Pumper fürs ganze Gesicht. Und gleich saue ich mich noch ein. Ich habe ein weißes Oberteil an. Spaghetti-Oberteil. Kennt ihr sowas noch? Ich liebe diese Palette wirklich. Sie macht wirklich ganz, ganz tolle Performance. Es sieht einfach wirklich schön aus. Die Farben harmonieren zusammen. Die Pigmentation stimmt. Die kostet 9 Euro, wenn man sie im Sale ergattert. Also, hallo? Manchmal gibt es das nur für 100.
so eine Qualität. Jetzt weiß ich, was immer so kräht. Ich glaube, das ist die Uhr von meinem Sohn, die er zum Geburtstag gekriegt hat. Die kräht immer, oder der Hund bellt oder sowas. Und ich denke immer, was macht da so komische Geräusche? Nein, nein. Ich bin nur etwas skeptisch. Ich hoffe, bei euch kommt das genauso rüber wie bei mir, bitte. Ich mag das ja gar nicht, wenn das dann ein bisschen anders aussieht. Catrice Camouflage, absolute große Liebe derzeitig. Werdet ihr auch wahrscheinlich in meinen Favoriten sehen, die ich schon gedreht habe, tatsächlich vor 5 Tagen. Aber noch nicht geschnitten. Kommt dann Ende des Monats, wie auch immer ich schaffe. Oh, scheiße, der August ist auch schon wieder zu Ende, ne? Da kriegt man ja fast die Krise. Ein bisschen rosa schadet nie. So, ich pudere meine Visage ab. T-Zone, da benutze ich immer das Astor. Für die T-Zone und auch manchmal so ein bisschen über die Augenbrauen, damit die halt eben nicht schmelzen. Also ich denke, dass man das ganz gut sieht, dass es total matt ist, ne? Das ist so in Ordnung, so unter die Augen noch. Ich muss das dann demnächst mal neu pressen, denke ich. Dass ich nur ein Häufchen in der Mitte habe, das ist ja ein Häufchen Elend. Sonst so 20 Minuten am Schwitzen und nichts ist passiert. Dann gehe ich in mein selbstgemischtes Puder rein und mattiere den Rest meines Gesichtes. Und dann müssen wir uns mal kurz nochmal um die Augen kümmern. Irgendwie stellt mich das durch die Kamera nicht so zufrieden, wie ich es gerne doch hätte. Nee, stellt mich nicht so ganz zufrieden. Also wir haben ja das Blau nochmal genommen. I like the mood. Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt gerade selbst ein bisschen verunsichert, weil ihr habt ja gar nichts gesagt. Ihr könnt ja gar nichts sagen dazu. Ich nehme das Pink und trage mir das hier unten hin. Und mein Alter denkt sich, und ich denke so, yeah, endlich mal wieder was Knalliges. Also blau und dieses lila, wunderschöne Kombi. Dann über alles nochmal drüber. Und im Innenwinkel dürfen wir nicht vergessen zu highlighten. Der Highlighter. Unser Highlight ist dann das hier. Also ich weiß nicht, was ich so davon halten soll. Seht ihr das? Das sieht so, so gut aus. Kamera safe.
nein. Und ihr so, nein, tu das nicht. Und ich mach's. Kein Lidstrich, einfach nur Tusche. Ich muss unbedingt meine Augenbrauen mal, wie nennt man das, so fixieren. Wie nennt man das, Augenbrauengel? Vielleicht. Wo habe ich das hingemacht? Boah, ich liebe Chaos. Habt ihr auch so Chaos oder seid ihr voll ordentlich? Also, nachdem ich gedreht habe, entsteht Chaos. Das hätte echt nicht sein müssen. Also das Gute ist an dieser Palette, sie lässt sich halt wahnsinnig gut verblenden und ineinander gut mischen, sodass halt neue Farbkombinationen entstehen und man einfach den Farbverlauf hat, ne? So wie letztes Mal, wir einfach das Grün und Gelb, dann hatten wir, das Blau und Grün, das Blau und Gelb gemischt haben und da ist einfach das Grün entstanden und es sah so aus, als hätten wir halt eben Grün dazu gepackt, obwohl es eben nicht so war. Das sind halt gute Paletten, die das können. Bei manchen, die Pigmentation will einfach nicht harmonieren. Diese Augenbrauen, das ist absoluter Fail. Mensch. Und jetzt geht's dann gleich in den Garten ab zum Gießen. Juhu, eine Freude. I'm fast ready. Ich kann euch auch noch mal dran holen. Ich gucke noch mal auch in das Gesamtbild, weil ich sehe das ja immer nur im Vergrößerungsspiegel und da sehe ich absolut gar nichts, was zum Ausgleichen wäre. Ich kann mal wieder nicht warten, ne? So. Hier habe ich meine so vernarbten Augen. Keine Ahnung, ob das jetzt fleckig ist oder in Köln fällt eine Schaufel um. Ich sehe das nicht. Also ich sehe nichts Fleckiges, weil es ja ineinander alles eigentlich ganz gut verblendet ist. Aber die Kamera sagt mir, dass das alles komplett fleckig ist. Die kommt einfach nicht mit Blautönen klar. Das würde ich auch nochmal Samsung sagen. Hey, was geht mit euren Kamera? So, das ist mir zu viel Gemache schon. Ich gehe in meinen Blush rein. Da zeige ich natürlich meinen Lieblingsblush und eine, den ich aufbrauchen möchte oder zumindest ein Hittepen. Also Hittepen erreiche ich definitiv, denke ich. In ein paar Monaten noch weit davon entfernt. Ich habe einen ganz, ganz tollen Lip Liner. Color and Glide in der 400. Das haben einige mal gefeuert früher. Ich verstehe, wenn man so ein bisschen rübermalt, aber wenn man seine Lippen komplett. So, das sieht man doch. Ich weiß nicht, ich würde mich nicht wohlfühlen. Respekt an die Leute, die das machen und sich wohlfühlen. Ich komme mir vor wie ein Clown in dem Moment.
Also ich möchte niemanden persönlich angreifen, aber ich könnte es einfach nicht. Und ihr seht, ich schwitze jetzt schon. Und am liebsten würde ich sowas wie das hier mal auftragen. Sowas Nudiges. Haarleiter. Ja, wir tragen jetzt einfach mal einen Highlighter auf. Ihr seht, von dem sieht man nicht viel, wenn man nichts drunter aufträgt. Also ich finde ihn nicht so... Es liegt an der Farbe. Das ist die Farbe, die mich nicht so reizt. Und da kann man auch einfach auf die Kacke... Auf die Kacke hauen, wollte ich gerade sagen. Lieber lassen. Lieber nicht auf die Kacke hauen. Bronzer von Becker. Bronzer sieht die Welt ganz anders aus. Irgendwie. Naja, habe ich viel zu mimosen heute. Mein Look ist fertig. Ich bin rosa unterwegs. Ich finde die Palette cool. Also man kann wirklich tolle Sachen anstellen. Wenn ihr was Buntes, Kleines sucht, was handlich ist. Also ich habe kleine Hände und es passt. Ich trage Handschuhgröße S. Und es passt in meine Hand gerade so rein und ich finde es einfach geil. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Und wenn ihr mal sowas nachschminkt, sowas in der Art, oder irgendwie mit dieser Palette umgegangen seid und ihr einen Look kreiert habt, dann markiert mich doch gerne. Ich gucke mir super gerne an. Ciao!